freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute spielen wir eine neue Runde What's. Das bedeutet, wir müssen jetzt überlegen, was Google da vorschlägt. Ich zeige euch das Ganze natürlich mal wieder ganz einfach, indem ich mich mal hier umplatziere und mich mal, ich setze mich einfach mal hier außen hin. So, machen wir das mal. Wir starten mal eine neue Runde. Zack. Alles Gute zur da. Jetzt muss ich überlegen, was könnte Google hier vorschlagen. Ich würde sagen zum Beispiel alles Gute zur Geburt. Und das ist auch Platz 3. Und damit habe ich schon mal einen guten Anfang gesetzt. Alles Gute zur Geburt. Geschenk vielleicht sogar. Ich könnte mir Geschenk oder Karte halt vorstellen. Alles Gute zur alles Gute zur Geburtstag geht halt nicht, leider. Alles Gute zur neuen Stelle. Alles Gute zur alles Gute zur Verlobung. Verlobung. Hochzeit. Dann aber Dankeschön. Danke, danke, danke. Nice. Auch hier könnte wieder sowas wie Hochzeitkarte sein vielleicht. Warte mal, Hochzeitkarte. Nein, oh, die Konfirmation. Okay, also Konfirmation, Jugendfeier, weiß ich nicht mal, was das ist. Kommunion, Taufe, ja, selber Hochzeit, smart. Geburt eures Sohnes, eurer Tochter oder Rente. Ja, Rente hatte ich sogar noch im Kopf. Aber damit. Konfirmation habe ich nicht im Kopf gehabt, weil ich bin nicht konfirmiert worden. Da gab es damals so ein paar Dispute. Und deswegen, wo kauft man einen? Oh Gott, das ist ja zum Glück gar nicht irgendwie allgemeingültig. Ich meine, sowas könnte zum Beispiel ein Personalausweis. Schade. Wo kauft man einen Hund? Maybe. Okay, das war lucky. Das war lucky. Was gibt's noch für Tiere? Wo kauft man einen? Jetzt würde ich auf Hunde mal Rassen gehen. Wollte gerade Marken sagen. What the fuck? Vielleicht irgendwas wie Labrador, Schäferhund, Pudel, Chihuahua. I don't know. Wo kauft man einen Menschen? Das Problem ist, ich muss die auch erstmal schreiben können. Schäferhund, komm. Schäferhund. Schade. Wo kauft man einen? Ich kann jetzt nicht alle Hundemarken eintippern. Oh, was könnte es denn noch sein? Wo kauft man einen? Ein Pferd. Einen Dackel habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ist kein Dackel, der Dackel wird da nicht stehen. Das Problem ist, jetzt bin ich bei dir. Einen Vogel. Nein, oh Gott, ein Tesla. Nein, ein Hamster wäre es noch gewesen. Ein Tesla, ein Grill, ein Hamster, ein Wäscheständer, ganz wichtig. Ein Verlobungsring, ein Rollator, ein Feuerlöscher, Bademantel, Kompass. Ja. Wer ist meine Oma, Tante, Cousine, Großmutter vielleicht? Schade. Boah, ich überlege gerade, was könnte man noch? Ja, also man könnte auch Großtante, Großcousine jetzt natürlich nehmen. Aber wer ist meine Schwester? Keine Ahnung. Es ist Großcousine noch gewesen. Nein, es wäre beides noch gegangen. Mama. Wieso denn Mama? Beste Freundin. Pflegekasse, Rentenversicherung. Weißt du, dass da jetzt auch noch wirklich steht, Großcousine und Großtante, ärgert mich jetzt hart. Muss ich zum Arzt? Arzt. Wehrdienst. Oh, das hätte ich gedacht.
muss ich zum Sport. Nein, Betriebsarzt, Arzt, wenn ich krank bin, Arzt, wenn ich da hab. Betriebsarzt gehen, Personalgespräch, wenn ich krank bin. Arzt, Vertretungsarzt, mein Gott. Okay. Neue Version. Chat. GPT. Warte mal, ChatGPT 4. Ah, ich dachte vielleicht. OpenAI vielleicht. Oh, das könnten zwei Worte sein. Nein. WhatsApp, PS5, Minecraft, WhatsApp installieren, YouTube, Disney Plus, Teams. Oh. Warum sind Leute egoistisch? Unfreundlich. Unpünktlich. Schlecht. Nein. Neidisch. Aus der DDR geflüchtet. Vegan. Arbeitslos. Aus der DDR geflohen. Gemein. Eifersüchtig. Gegen Windräder. Arrogant. Ja. So, manche Fragen. Das Boot. Ich dachte echt, die Serie wäre dabei. Das erste. Danke. Machen es gar nicht schlecht, diese Runde. Wir haben echt immer mindestens eins dabei. Das. Oh. Könnte auch so ein Sprachending sein. Englisch. Englisch. Nein. Das Beste. Das Örtliche. Oh mein Gott, natürlich. Das Örtliche. Ohne Öl fehlt dir was. Dashboard RKI, Alter. Das erste Live. Das Gesetz der Macht. Das perfekte Dinner. Das große Promi backen. Das Wetter. Oh. Warum muss man schlafen, essen, trinken, als ob das nicht drankommt? Warum muss man arbeiten? Niesen, gähnen, pupsen, Steuernacht sein, GEZ sein, sich im Bus nicht anschnallen. Jetzt kommen die richtigen, wichtigen Fragen. Niesen, wenn man in die Sonne guckt, Reis waschen und husten, okay. Mittel gegen Durchfall. Komm, oh nein, damit. Fieber. Nein, was? Schnupfen. Gegen Blattläuse, gegen Ameisen, gegen Sodbrennen, gegen Übelkeit, gegen Nagelpilz, gegen Blähungen, Halsschmerzen, Kartoffelkäfer und Reizhusten. Aber natürlich ist sowas wie Fieber oder Schnupfen nicht dabei. Natürlich. Warum sind Männer... Oh, das hatten wir mal. Ich habe es aber komplett wieder vergessen. Eiskalt. Kalt. Nein. Unromantisch, glaube ich, war dabei, oder? Dammit. Unfreundlich. Lange auf Toilette. Lange auf dem Klo. Schüchtern. Kalt nach der Trennung. Also ich bin jetzt persönlich nicht lange auf dem Topf. Kartoffelpüree. Rezept. Natürlich. Chefkoch vielleicht sogar. Nein. Rezept Chefkoch. Nein. Selbst gemacht. Selber machen. Das gibt's nicht. Shit. Thermomix, Kalorien, ja. Reste mit, ohne Milch, einfriert, Auflauf. Dammit. Gestorben durch. Ja, hier, ne? Nein. Dann.
durchrochen. Natürlich tot, gestorben durch Todesfälle, durch. Okay, ich sehe schon, das ist eine Sache. Da kann ich auch gar nicht wirklich viel holen, weil ihr merkt ja selber, wie soll ich das finden, ne? Michael Jackson. Wikipedia. Nein. Tochter. Das gibt's nicht. Boah, was wird denn bei solchen. Ich suche einfach mal ein Lied. Beat it. Nee, warte mal, dann nehmen wir Thriller. Ja. Billie Jean. Es waren nur die Kinder, nicht die Tochter. Billie Jean Songtext. Songs, Tod. They don't care about us. Songtext. Earth Song. Songtext. Filmvermögen. Europa ist gut, schlecht, reich. Europa ist seine Tochter. Wie ein Fahrrad hält man es und an, fällt es um. Europa ist wie ein Fahrrad. Hält man es an, fällt es um. Ah ja, ein Kontinent. Kein Ort, sondern eine Idee. Für mich am Ende der kleinste Kontinent. Anbul, kein Kontinent. Okay. Ab wann darf man Alkohol trinken? Ja, dann machen wir es groß. Zack. Auto fahren. Was? Als ob rauchen. Ja, danke. Am besten nie. Mal auch zu sagen. Ab wann darf man, was könnte man noch? Bier trinken vielleicht. Vielleicht könnte es auch noch dabei sein. Weil ab 16 ja schon. Nein. Warum muss ich an Drogen nehmen denken? Dammit. Ich schreibe es jetzt einfach, ich weiß es nicht. Warte mal. Nee. Auf Sonnenstudio. In Sonnenstudio. Fahrradfahren. Keine Ahnung. Ins Gym. E-Scooter fahren, Red Bull kaufen, fair enough. Alleine fliegen, Hecken schneiden, E-Roller fahren, Rasenmähen, arbeiten. Ja, gut. Google Bilder, Google Maps, Google Mail. Was? Google Cloud. Nein, weißt du, wie heißt die Nummer? Egal. Google über Translate, das wäre jetzt das nächste. Google Übersetzer, Google Translate, Google Scholar, Google Earth, Google News, Google Drive, natürlich nicht Google Cloud, die Drive, Google Drive, ja. Flights, Flüge. Aber dass da kein Google Mail bei war, wundert mich. Gefährlicher Fisch. Gerochen wahrscheinlich wieder. Keine Ahnung. Gefährlicher Vogel. Gefährlicher Moment. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Virus und Käferglaube. Sonderabfall, Eingriff in den Straßenverkehr, natürlich. Wie fälscht man einen? Come on. Pass. Reisepass. Impfpass. Das gibt's nicht. Schwangerschaftstest, Urintest, Führerschein, Krankenschein, Corona-Test. Das kann nicht wahr sein. Noch eine Runde. Webseiten online erstellen. Selbst erstellen. Erstellen. Danke. Oh, meine Güte. Webseiten. Boah, mir wird nicht mal ein Wort jetzt einfallen, was ich jetzt tippen könnte. Webseiten bauen. Übersetzen.
setzen Sperren gegen Langeweile-Tester. Archiv zitieren, check, design. Okay, ja, fair enough. Ich glaube, das war eine ganz gute Runde tatsächlich. Also, wir hatten jetzt nicht diese eine kleine Runde, die bam war, aber wir haben immer wieder unsere Punkte geholt. Und das war gut. Doch, das war auf jeden Fall gut. Ich hoffe sehr, euch hat das auch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.